Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal zum neuen Video. Heute wieder die Abteilung Selbstversorgung und zwar ja, Hausapotheke. So, ja. Es soll jetzt kein medizinisches Video, keine medizinische Beratung oder sonst was sein. Da fragt ihr bitte euren Hausarzt oder euren Apotheker. Wir haben da mehr die Abteilung Kosmetik, muss man rechtlich sagen. Es geht heute um ein alten Hausmittel, nennt sich Schwedenkräuter. Ist eigentlich recht bekannt schon. Wir verwenden das ja, zu allen möglichen Bereichen, sei es ja, wenn man so merkt, es zieht eine Grippe auf, verschnupft, man hat irgendwelche Insektenstiche, man hat Wunden, die sich anfangen zu entzünden. Also da gibt es tausende Möglichkeiten. Das ganze Ding stammt von der Maria Treben. Das war so eine Kräuterfrau, ist 1907 geboren und 1991 gestorben. War irgendwo in Österreich, hat da das Buch Medizin aus der Apotheke Gottes geschrieben, rausgebracht. Ich verlinke euch das alles unten mal. Aus eigener Erfahrung, das Zeug hilft wirklich. Aber man hat sie im Magen verdorben, auf gut Deutsch überfressen. Dann einen Esslöffel von dem Zeug trinken, man trinkt es nicht gern, es ist Schweden bitter, ne? Aber es hilft. Und wie man das herstellt, will ich euch jetzt einmal in dem Video zeigen. Es gibt einen kleinen und einen großen Schwedenbitter, der Verwendung findet vor allem aber der kleine. Das schreibt da die Maria Treben, dass sie eigentlich gemerkt hat, der kleine hilft so gut wie der große. Es sind da 11 verschiedene Kräuter drin. Wir kaufen immer die Fertigmischung, weil es sind schon wegen so Exotenkräuter. Was genau drin ist, findet ihr alles auf unserer Internetseite. Und man braucht da, also da ist zum Beispiel jetzt drin Wermut, Angelika-Wurzel, Manna, Teriyak, Venezian oder Meereszwiebel, Sitwa-Wurzel, Sennisblätter, Rhabarberwurzel, Naturkampfer, Myrrhe, Eberwurzel, Safran. Wer hat so Zeug schon ganz ehrlich gesagt da haben, ne? Und dann braucht ihr das Ding im Grammbereich, kriegen du da irgendwo immer 100 Gramm und den Rest könnt ihr wegschmeißen. Das sind jetzt 90,2 Gramm, reicht für 2x 0,7 Liter Branntwein. Ich stelle mal eine Packung auf einen Liter, geht genauso. Die Herstellung von dem ist relativ einfach, deswegen um das Video nicht ganz so kurz zu halten, machen wir dann auch noch eine Salbe da draus. Wir haben die in Verwendung, ihr seht. Wie gesagt, man hat so Verspannungskopfschmerzen oder verstopfte Nasen oder. Also kann man die wunderbar verwenden. Ist auch extrem leicht herzustellen. Zeige ich euch im zweiten Teil. Und unten mache ich so Steps, wenn jetzt einer bloß die Salben haben will, einfach in die Beschreibung schauen, da könnt ihr dann direkt weiterspringen. Das Schwedenkräuter an sich, man braucht ein ausreichend großes Glas, also sollte mindestens, ja, wenn ihr jetzt einen Liter macht oder anderthalb, ich werde mal Minimum 2 bis 2,5 Liter Glas nehmen, damit man das auch vernünftig ein wenig schütteln kann. Dann die Mischung ist unten verlinkt, eh klar, ne?
Zeug schaut so aus. Die kippt er da einfach in das Glas. Und dann nehmt ihr da entweder Wodka oder Doppelkorn. Habe ich auch mal geschaut, verlinke ich euch unten. Und füllt das Zeug dann ein. Dann das Glas schön verschließen, durchschütteln und das war es im Prinzip schon. Das jetzt ja ins Warm stellen, sag ich mal, also zimmerwarm, ne? Und mindestens 2 Wochen täglich einmal durchschütteln. Wir haben da schon einen fertigen. Das Ding ist jetzt ungefähr 6 Wochen alt. Es färbt sich dann so ja, braun, bräunlich-gelb. Halten du das Zeug jahrelang. Also die Mischung, die füllen wir immer wieder auf. Die ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Und von der Wirkung her immer noch identisch. Also ihr könnt es einmal anmischen und dann, bis ihr es halt verbraucht habt. Aber es ist echt, also wie gesagt, so für alle möglichen Variationen. Ich kann ja da jedem bloß empfehlen, das Buch von der Maria Treben. Da haben wir schon viel Tipps gefunden, wenn man sie auf die Schnelle helfen kann. Ist ja, wir reden von Lieferengpässe und was weiß ich nicht alles. Da kann ja auch die Medizin dazu. Vielleicht ist der Tipp dabei. So, und dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Und zwar zur Salbe. Da stelle ich euch jetzt einmal schnell um. Für die Schwedenkräutersalbe. Die schaut dann so aus. Da braucht man einmal Bienenwachs. Wir haben da so Pastillen. Dann Skibutter. Wollwachsalkohole. Und Pflanzenöl. Dann gibt man das alles am besten zur Rührschüssel. Wir haben jetzt da 5 Gramm Bienenwachs, das sind so Pastillen. Ich zeige es euch mal. Fünf Gramm von der Skibutter. Oder Skia-Butter oder wie auch immer die heißt. Dann 60 Gramm Öl und 10 Gramm von dem Wollwachsalkohol. Das Wollwachsalkohol braucht man als Emulgator. Das Ganze gibt man in dem Rührkessel und stellt es dann auf den Herd, auf ein Wasserbad. Ja, in dem Wasserbad wird es dann erhitzt und zwar bis es alles flüssig ist. Also man erkennt es am besten dort, das Bienenwachs, das schmilzt am langsamsten. Und wenn das alles flüssig ist, dann ist es soweit schon fertig.
Da ihr seht, das ist jetzt alles geschmolzen. Zeige ich das mal, ja. Wichtig ist, ihr braucht da also eine echt genaue Waage, aufs Gramm genau. 5 Gramm, 10 Gramm, das kann eine normale Küchenwoche oder so nicht. Die braucht man aber dann auch beim Wurst machen und so weiter für die Gewürze zusammenmixen, weil sonst schüttet er aufs große Wollen ein und bringt es garantiert nicht gescheit zusammen. Macht jeder Metzger übrigens nicht anders. Da haben wir da noch 60 Gramm oder Milliliter Schwedenkräuter. Das habe ich auch ein wenig erhitzt. Idealerweise auf die gleiche Temperatur. Und dann geht das ganze Spiel ganz einfach. Ihr kippt es da so langsam da rein und rühren. Und zwar immer so langsam reinkippen, dass sich das auch gleich miteinander verbindet. Der Rührkessel ist halt da ideal, weil man hat keine Ecken und Kanten, wo sich da irgendwas reinhängt. Ihr seht, das vermischt sich jetzt schön miteinander. Das ist eben das, die Wollwachsalkohole, dienen da als Emulgator, weil wenn ihr die nicht nehmen würdet, dät sich schlicht das Fett, sprich Wachs und Shea-Butter und Öl, mit der Flüssigkeit ja nicht verbinden. Und das ganze Ding wird jetzt so langsam kalt gerührt. Es kühlt sich schon langsam ab und ihr seht, das ist schön verbunden, schön homogene Masse. Es kann sein, dass das immer wieder mal noch ein paar Tropfen bildet. Da einfach weiter rühren, dann geht es ohne weiteres. Also es verbindet sich in der Regel in jedem Fall. Mir ist es noch nie passiert, dass sich das wieder entmischt hat. Eine größere Menge solltet ihr allerdings auch nicht machen, weil da wird es dann mit dem Vermischen relativ schwierig, habe ich festgestellt. Ich habe schon mal die doppelte Menge gemacht, aber das war nicht so ideal. Das Rezept dazu, also die Zutatenliste, findet ihr natürlich wieder auf unserem Blog. Da findet ihr auch die Links, wo man das Zeug herbringt, was man braucht. Die findet ihr aber unten in der Videobeschreibung. Das ist zu weit abgekühlt. Also es ist noch handwarm, sag ich jetzt einmal.
und hat sich wunderschön verbunden. Was ich dann immer noch mache, ich nehme die Reste von der alten Creme. Also das Zeug hält sich ja monatelang. So, jetzt einmal. Ich habe noch keine gehabt, die irgendwo schlecht ranzig geworden ist oder so. Die mischen wir jetzt dann da einfach nochmal drunter. Von der Konsistenz her ist er Creme halt, ne? Pudding. Und dann füllt man das ins Glas. Schon ein Spargel dazu, die ist besonders gut. Das ist dann jetzt die Schwedenkräutercreme. Geht jetzt zum Beispiel im Sommer Sonnenbrand, ne? Ist halt Fett für die Haut und die Wirkstoffe fördern in jedem Fall die Heilung. So, das war's für das Video. Nochmal zur Sicherheit, es ist keine medizinische Information. Es ist kein Lehrvideo, das ist so, wie wir das machen, wie wir damit unsere persönlichen Erfahrungen haben. Wenn ihr irgendwelche ernstzunehmenden Krankheiten, was weiß ich, habt, geht zum Arzt, ne? Arzt eures Vertrauens. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar und natürlich das Abo, das ist ja der Applaus des YouTubers, wird uns freuen. Und dann bedanken wir uns für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.